IC 2221 Lübeck Hauptbahnhof, Frankfurt Hauptbahnhof. Fahren Sie diesen Intercity von Lübeck Hauptbahnhof nach Hamburg Hauptbahnhof. Fahrzeug DB Baureihe 101, Zuggewicht 595,3 Tonnen, 11 Fahrzeuge im Zugverband und eine Zuglänge von 273,3 Metern. Start Lübeck Hauptbahnhof, Ziel Hamburg Hauptbahnhof. Und damit willkommen zurück in Transim World 2 auf dem PC zusammen mit mir. Ich bin Felix der Weise. Und heute befinden wir uns wieder auf dem DLC-Hauptstrecke Hamburg-Lübeck. Und da habt ihr euch noch eine ganz bestimmte Fahrt oder eine Fahrt mit einem ganz bestimmten Fahrzeug gewünscht. Und das ist die DB Baureihe 101. Die Lokomotive ist separat für Transim World 2 erhältlich und für diese Lokomotive gibt es bei der Strecke Hamburg-Lübeck auch zwei Fahrplanfahrten und eine dieser Fahrten werden wir heute beginnen. So, die Lokomotive, wie gesagt, ist separat erhältlich und um die Lokomotive hier auf Hamburg-Lübeck fahren zu können, muss sie installiert sein und natürlich auch die Strecke, Hauptstrecke Rhein-Ruhr-Duisburg-Bochum. Also beide Dinge müssen installiert sein, sonst könnt ihr die Lokomotive auch hier auf dieser Strecke nicht fahren. Ja, und ihr habt euch ja eine Fahrt, wie gesagt, mit der Lok gewünscht und wir stehen ja aktuell mit der Baureihe 101 und unserem Intercity hier im Hauptbahnhof von Lübeck. Der Intercity, der ist auf der Insel Fehmarn, also am Bahnhof Fehmarnburg gestartet und hat unterwegs an einigen Orten, an einigen Ostseebädern bzw. Ferienorten gehalten, dort Fahrgäste aufgenommen, die nach ihrem wohlverdienten Urlaub jetzt wieder in ihre Heimatorte zurückfahren. Und ihr seht, wir fahren ja auch wieder im Sandwich. Einen Steuerwagen für den Intercity gibt es ja leider nicht. Und deswegen haben wir auch bei der vorderen Lokomotive den vorderen Pantographen angehoben. So, jetzt aber müssen wir uns erst einmal um unseren Auftrag kümmern. Und das heißt, wir müssen erst einmal hier in Lübeck weitere Fahrgäste einsteigen lassen. Da stellen wir erst einmal den Richtungswender, nachdem wir ihn eingesteckt haben, auf vorwärts. Und dann müssen wir die Türen auf der linken Seite entriegeln, sodass die Fahrgäste einsteigen können. Und die Lokomotive müssen wir weiter auf die Abfahrt vorbereiten. Da müssen wir erst einmal die Signallichter richtig einstellen, denn wir wollen ja vorne die Spitzensignale haben. Die Fahrgäste sind schon fertig eingestiegen, das ist super. Wir schalten uns hier noch PZB und SIFA ein. Und natürlich müssen wir hier auch noch den Bremsschlüssel aufsperren. Und dann sind wir, glaube ich, schon soweit zur Abfahrt bereit. Wir verriegeln die Türen unseres Zuges und dann kann es, wie gesagt, losgehen. Ja, wir können ja, wie gesagt, auch die PZB und die SIFA benutzen, die ich beide eingeschaltet habe. Die LZB spielt hier auf dieser Strecke keine Rolle. So, dann können wir die Bremsen lösen. Was hier natürlich schön wäre, wenn man noch passende Fahrpläne, also diese Ebola-Fahrpläne hat. Für die Strecke braucht man nicht unbedingt, aber wäre natürlich schön, wenn man diese auch hat. So, dann gucken wir mal, ob wir schon losfahren können oder ob wir hier noch irgendwas anderes einstellen müssen. Ja, wir können schon losfahren. So, und wir können uns die ganze Fahrerei natürlich hier etwas einfacher machen. Und zwar hat ja diese Lokomotive auch die automatische Fahr- und Bremssteuerung, die AFB, und die schalten wir uns jetzt erst einmal ein. Und dann setzen wir die Leistung hier auf 60 Stundenkilometer, die wir jetzt hier fahren dürfen. Und dann wird uns hier, glaube ich, schon mal sehr, sehr viel Arbeit abgenommen. So, als Szenario, also als Fahrplanszenario, wie gesagt, es ist eines der beiden Intercity-Szenarien. Das andere führt von Hamburg nach Lübeck und dieses halt von Lübeck logischerweise nach Hamburg. Und ich habe jetzt mal einen bewölkten Sommertag genommen, weil immer die Fahrten hier bei schönem Wetter, ja, weiß ich ja nicht, ob das so eures, ob das nicht euch dann irgendwann zu langweilig wird. So, jetzt müssen wir, wieso beschleunigt der denn nicht? Ach so, wir müssen den bestimmt wieder auf Null setzen und dann nochmal beschleunigen, wenn die AFB an war. Ja, das klingt zumindest so, als ob die Lok jetzt hier. Wieso beschleunigt der denn schon wieder nicht? Wo ist die eingestellt? Wieso ist denn die jetzt wieder auf Null eingestellt?
Also Leute, das ist immer das Problem in Transom World 2. Wenn man die Fahrzeuge längere Zeit nicht fährt, man vergisst sehr, sehr schnell die Spezialfunktion von diesen Fahrzeugen. Entschuldigt Leute, aber das frustriert dann eben auch. Das frustriert dann einfach auch. Gut, dann fahren wir ohne AFB, ganz einfach, wie gesagt, also es ist halt immer, gerade wenn man aufnehmen, wenn man am Aufnehmen ist, dann immer so eine Schwierigkeit, dass man dann ad hoc halt die gesamten Funktionen, also ich wäre jetzt wirklich gerne mit der AFB gefahren, einfach dann, weil das auch ein bisschen einfacher ist, aber wenn das hier schon wieder, wenn man hier wieder eine spezielle Reihenfolge einhalten muss, die mir gerade spontan nicht einfällt, ist das dann natürlich schwierig. Und das ist manchmal auch so frustrierend, weißt du, wenn du schnell, also diejenigen von euch, die vielleicht sogar selbst Videos aufnehmen, die können das vielleicht sogar ein Stück weit auch nachvollziehen, dass du, ja, du wirst mal schnell zwischendurch was aufnehmen, oder was heißt mal schnell, du, und hast dann halt wieder diese Probleme, erst kriegst du das Fahrzeug nicht im Gang und dann, fällt ja gerade die Spezialfunktion wieder nicht ein, und das sind so Sachen, die, ja, die können dann wirklich frustrierend sein. Deswegen machen wir das Ganze heute einfach mal ohne der AFB. Also wir können es nochmal versuchen. Wartet mal, wir können das nochmal versuchen. Ich weiß gar nicht, ob der da ausgeschaltet sein musste. So, die musste auf jeden Fall vorgestellt werden auf 200. Dann schalten wir die ein. So, und dann können wir die jetzt sehen? Jetzt können wir die auch vorwählen. Die wählen wir natürlich auf 90 vor. Und dann entsprechend. So, dann entsprechend müsste doch der Zug selber auch fahren. So, jetzt mussten wir kurz die SIFA quittieren. Oder wähle ich das dann nur noch? Hm. Okay. So, wir verlassen also den Lübecker Hauptbahnhof jetzt in Richtung Hamburg bei der ersten Fahrt. Das ist natürlich schon etwas länger her. Ihr erinnert euch, da ging es ja mit dem Regionalexpress von Hamburg nach Lübeck mit der Baureihe 112, die ja hier neu in diesem DLC dabei ist. Und ja, da müssen wir mal schauen, so, ob wir da noch eine Fahrt machen können, wenn euch das interessiert. Die Szenarien hier selber klangen ja sehr interessant. Und jetzt mal noch für die Fans der Nordbahn. Ihr habt ja auch Wünsche geäußert. Die Nordbahn, diese österreichische Strecke, die ja für den Train Simulator veröffentlicht wurde. Da werden wir natürlich auch weitermachen. Aber ich wollte jetzt mal kurz zur Abwechslung hier wieder mal kurz in Trains im World 2 reinschnuppern. Denn wie gesagt, da gab es ja auch den Wunsch mit der Baureihe 101. Und es, ja, ich sag's mal so, es wird ja dann auch nicht einfacher, oder ich sag mal so, weil ja schon wieder die, ach Leute, ich habe heute völlig den Faden verloren, weil es steht ja schon das nächste DLC für Transom World 2, da steht ja auch schon wieder in den Startlöchern, da geht es dann wieder in die USA, und zwar in den US-Bundesstaat Utah auf die wunderschöne Strecke, wie heißt es gleich nochmal, Cane Creek, die dann von Thompson über Prendle bis nach Potash führt. Das ist dann wieder so eine dieser klassischen amerikanischen Güterzugstrecken in einer der landschaftlich atemberaubendsten Gegenden von den USA. Ja, da wird es dann ab Donnerstag, Freitag losgehen. Donnerstag kommt ja dieses DLC raus, und ich bin gespannt, wer von euch sich so denn dafür, für diese Strecken interessiert. Das letzte Mal, bevor wir jetzt hier an der Ostsee unterwegs waren, oder in der Nähe der Ostsee, da hatten wir ja die schottische Strecke, die hat ja auch einige von euch sehr interessiert. Auch da sind wir ja mit dem Let's Play noch nicht komplett fertig. Da fehlen ja diese beiden Endpunkte, Nailton und Newton. Das fehlt ja da noch, da waren wir noch gar nicht. Wir sind bloß diesen Ring halt gefahren um Glasgow herum. Ja, ihr seht, da ist noch jede Menge zu tun in Transom World 2. Und nebenbei Train Simulator habe ich jetzt auch auf der Liste, jetzt nicht nur wegen der Nordbahn, sondern im letzten Steam Sale, Steam Summer Sale, der geht ja jetzt noch bis 8. Juli,
da habe ich auch ein bisschen zugegriffen und die Nordbahn hat das so ein bisschen ausgelöst, dass ich so ein paar österreichische und schweizerische Sachen da jetzt auch eingekauft habe. Und mal sehen, auch wie ist die Zeit jetzt hier, wie sich die Zeit entwickelt, was euch so davon am meisten interessiert. Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, ich erinnere mich, dass ihr eben diese Fahrt hier mit der 101 auf der Nordbahn sehen wolltet. Und hier sind wieder die Kameraperspektiven völlig in der falschen Richtung. Ja, die Positionierung, das könnte manchmal so, naja, etwas anders gelöst sein. So, die Fahrzeit für uns ist recht lange. Also wir sind, glaube ich, die offizielle Abfahrtzeit war, glaube ich, um 16.30 Uhr oder so. Also wir sollen erst 17.18 Uhr ankommen. Mit dem Intercity haben wir hier keinerlei Unterwegshalter auf unserer Fahrt. Wir fahren also nonstop von Hamburg, von Lübeck nach Hamburg. So wie also auch die ICE, die einst auf der Strecke unterwegs waren, und auch die dänischen Eurocity-Züge, die hier unterwegs gewesen sind bis, glaube ich, Ende 2019. Mittlerweile gibt es ja, abgesehen von den Sommer-Intercities, das ist aber, meine ich, auch nur ein Zugpaar. Und ich glaube, es gab da auch mal ein zweites, da ist der Zug halt von Hamburg leer, als Leerzug bis nach Fehmarnbook gefahren und dann wieder zurück. Und dann gibt es noch ein Zugpaar, das fahren wir gerade, was eben auch als ganz normaler Intercity bis nach Fehmarnbook fährt und dann eben die Rückfahrt dann wieder am Nachmittag antritt. Ich glaube, die Intercities gibt es aktuell noch. Es gibt auch ICE-Zugpaare, ich glaube zwei Stück, die dann zwischen Hamburg und Lübeck unterwegs sind. Wir kriegen übrigens gerade eine Errungenschaft auf Steam, ihr habt es gerade gesehen. Und diese Fahrt, also diese, das sind aber wie gesagt sehr wenige Fernverkehrsfahrten zwischen Hamburg und Lübeck, sind überwiegend Regionalexpresszüge unterwegs, RE8 und RE80, einen Halbstundentakt zwischen beiden Städten. Und dann zwischen Bad Oldesloe und Hamburg, beziehungsweise Ahrensburg und Hamburg, da gibt es ja dann noch die Regionalbahn, die dann überall hält, sodass es da trotzdem einen sehr, sehr engen Takt gibt. Aber Kern ist natürlich hier der RE8 und der RE80. Die Leistungen kann man natürlich ja auch im Fahrplanmodus fahren, also wenn man sich dafür die verschiedenen Umläufe interessiert, da kann man hier wirklich schon einiges auf dieser Strecke eben erledigen. So, ja. Und auch an Szenarien klingt das Ganze sehr interessant. Wir haben ja bis jetzt nur ein einziges Szenario gespielt, wo ich dann noch diese schöne Zwangsbremsung dann hatte. Und da gibt es noch, glaube ich, vier weitere. Ich meine, ein Abschleppszenario, ein Güterzug-Szenario und dann, glaube ich, noch so eine Pendelfahrt zwischen Hamburg und Bargteheide und dann nochmal so eine Winterfahrt von Lübeck nach Hamburg. Also das klingt... Also es klingt auf jeden Fall interessant. Ich hatte, wie gesagt, bis jetzt einfach nicht die Zeit dazu. So, und da haben wir schon die ersten, glaube ich, 10 oder 20 Kilometer, 10 Kilometer geschafft. Fahren wir jetzt durch den Bahnhof Rheinfeld in Holstein. Wie gesagt, Wetterbedingungen heute ein wolkiger Sommertag. Einfach um mal wetterlich ein bisschen hier für Abwechslung zu sorgen. Kann man sich ja bei den Fahrplanfahrten alles beliebig einstellen. Jahreszeit, Wetter, das sind so die Sachen. Ja, da ist Trains and World 2 sehr flexibel. Bei den Szenarien ist es ja vorgegeben, aber bei der Fahrplanfahrt, da kann man sich diese Bedingungen völlig frei, wie man das möchte, selber einstellen. Also wenn ihr eine Strecke zu einer gewissen Jahreszeit hier sehen wollt, schreibt es einfach in die Kommentare. Da können wir gucken, dass wir das zu dieser Jahreszeit oder bei gewissen Wetterbedingungen auch eben zeigen können. So, der nächste Bahnhof, den wir dann durchfahren, das ist dann schon der Bahnhof Bad Oldesloe. Gerade für den Regionalverkehr ein Knotenpunkt. Und ja, ihr seht auch hier mit der AFB, das macht sich hier alles sehr, sehr angenehm. Dann müssen wir mal schauen, wann wir dann letzten Endes hier auch den Hamburger Hauptbahnhof erreichen werden. Ich vermute fast, dass wir zu früh ankommen, wenn wir jetzt keine roten Signale oder so haben, denn rein an Geschwindigkeiten wird es, glaube ich, nicht viel langsamer werden. Das wird eher das Gegenteil sein. Ich glaube, ab Bad Oldesloe, da gab es doch dann sogar Abschnitte, wo wir bis zu 160 Stundenkilometer schnell fahren können. Aber so weit sind wir aktuell noch nicht. Aber ich glaube, das ist so ein bisschen das Tagesziel für heute, so Bad Oldesloe, bis kurz hinter Bad Oldesloe, sodass wir aus dieser Fahrt halt gut und gerne
zwei Videos machen können. Auch bei der Nordbahn habe ich ja die Videos etwas kürzer gehalten. Das hängt einfach damit zusammen, kürzere Videos, umso weniger Zeit braucht ihr, um euch die Videos anzuschauen. Zum einen und zum anderen ist das bei mir bei der Produktion auch etwas einfacher, wenn ich ein kürzeres Video machen kann. Umso mehr kann ich euch dann anbieten über die Woche, denn wir hatten ja, bevor es mit der Nordbahn losging, oder beziehungsweise dem aktuellen Video zur Trains and World 2 Roadmap, bevor es damit losging, da war ja wieder 12 Tage Ruhe, teils hatte das ein paar gesundheitliche Gründe bei mir, teils aber auch, weil ich zeitlich sehr, sehr eingespannt gewesen bin mal wieder, da ja verschiedene andere Dinge eben außerhalb von YouTube auch zu erledigen sind. So, ein bisschen eckt das hier. Ich weiß jetzt aber gerade auch nicht, warum. Das hier, das hatte ich schon mal mit der Strecke gehabt. Mal schauen. Ich gehe sowieso davon aus, dass es zusammen mit Train Sim World 2, also mit der neuen Strecke, die ja jetzt am kommenden Donnerstag veröffentlicht wird, dass es damit auch wieder ein neues großes Update für Train Sim World geben wird. Das ist ja immer so, dass sobald ein neues DLC kommt, kommt in der Regel am Tag vorher oder einige Stunden vor dem Release oder mit dem Release zusammen auch ein Update für Train Sim World 2, wo dann verschiedene Sachen, sei es im Basisspiel, sei es aber auch auf dem, also nicht nur im Basisspiel, sondern eben auch bei den verschiedenen DLCs immer verschiedenste Dinge dann behoben werden. So, jetzt sind wir schon hier am Bahnhof von Bad Oldesloe, den wir jetzt hier durchfahren. Ich glaube, wir werden wohl nach vor dem Fahrplan, weiß ich jetzt gerade nicht, ob wir das vor dem Fahrplan schaffen, aber ich täusche mich dann manchmal nämlich immer ganz gern. So, jetzt habe ich gerade noch meinen Timer verblättert, also ihr seht, ein Unglück kommt selten allein. Also, Bad Oldesloe sind wir jetzt auch durch. Größter Unterwegsbahnhof, den wir hier durchfahren. Und dann geht es weiter. Jetzt kommen wir, glaube ich, nochmal zwei kleinere Bahnhöfe mit Grupunda. Und den anderen weiß ich schon nicht mehr. Also wenn man kaum an den Bahnhöfen hält. Also wie gesagt, fahre ja offline, spiele ich ja kaum Train Sim World 2. Da spiele ich maximal bei den neuen DLCs immer die Tutorials, dass man auch weiß, wie man die Loks, die Lokomotiven hier zu bedienen hat. Ansonsten spiele ich da so gut wie gar nicht Train Sim World 2. Und von daher, ja, erkunden wir sehr, sehr vieles zum ersten Mal auch zusammen. Es ist ja auch die erste Fahrt, die wir jetzt hier in Richtung Hamburg unternehmen. So, das war die SIFA, die zurückgesetzt werden musste. PZB wird quittiert, SIFA zurückgesetzt. Auch da habt ihr mich ja schon noch zu Train-Simulator-Zeiten belehrt, wie das alles richtig heißt. Auch vielen Dank für diese ganzen fachlichen und sachlichen Hinweise, denn da helft ihr ja auch damit, die ganzen Videos eben oder die Qualität dieser Videos immer sukzessive und Stück für Stück weiter zu verbessern. Und ja, da kann ich euch gar nicht oft genug dankbar sein, wie er mich darauf hinweist, dass es eben, wie das Ganze richtig bezeichnet wird. Ich muss dazu sagen, ich bin im echten Leben, ich bin auch kein Lokführer, das heißt, ich bin auch eher bei den Spielen, sage ich mal, einfach so der Gelegenheitsspieler. Klar, im Train Simulator, da gibt es auch eine Entwicklergeschichte, dass ich da auch Szenarien gebaut habe, Objekte gebaut habe dafür und so weiter, weil es das ja für Train Sim World, für Train Simulator dank des Editors ja ohne Probleme möglich ist. Aber beim Train Sim World 2 bin ich auch wie jeder andere auch Spieler. Und beim Train Simulator natürlich auch. Also Nordbahn, wie gesagt, da waren ja ein paar Fahrzeuge dabei, die eben auch erst aufgerüstet werden müssen, wenn man kaum im Train Simulator mal Fahrzeuge gefahren hat, die eben erst aufgerüstet werden müssen und eben einen erweiterten Funktionsumfang haben, da muss man sich dann auch erstmal dran gewöhnen. Aber das hat dazu geführt, dass eben mein Interesse für solche Fahrzeuge jetzt auch immer weiter gestiegen ist. So, der erste kleinere Bahnhof, den wir jetzt hier durchfahren. Und ja. Wie findet ihr es denn, wenn ich gerade bei den Wetterbedingungen auch ab und zu mal durchswitche, dass wir nicht immer bei herrlichsten, schönsten Sonnenschein unterwegs sind? Schreibt auch dazu bitte eure Meinung in die Kommentare. Wenn ihr immer bei schönem Wetter fahren wollt, ist das auch kein Problem. Aber meine Tendenz ist dann eher
dass wir auch beim Wetter mal, wenn wir die Strecke einmal bei schönem Wetter erkundet haben, dass wir auch mal bei anderen Wetterbedingungen hier unterwegs sind. So, und ja, damit nähern wir uns schon dem Ende des heutigen Videos. So schnell vergeht die Zeit, so schnell kann man die Zeit verquatschen, auch wenn ich anfangs den Faden verloren habe. Das kennt ihr ja kaum noch von mir, aber das kann auch dem besten Moderator oder YouTuber mal passieren. Ich hoffe, das ist für euch nicht weiter schlimm. Umso echter, sag ich mal, wirkt meiner Meinung nach das Video. So, wir nähern uns also jetzt unserem unserem Cut für heute, und ich danke euch schon mal bis jetzt fürs Zuschauen. Ich freue mich und vielen Dank für die zahlreichen Aufrufe auch zu den letzten Videos, insbesondere zum Infovideo über die aktuelle Roadmap. Das hat euch ja wirklich sehr gefallen und sehr zugesagt. Ich freue mich, wenn ihr dann im nächsten Video auch wieder dabei seid. Hat bis dahin eine schöne Zeit. Euer Felix, der Weise.